Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier vom Kanal TQLP. Wir haben wieder ein neues Let's Play und zwar diesmal Star Wars Squadrons. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt, es war vor einiger Zeit mehr kostenlos für PS Plus, deswegen habe ich es mir geholt. Deswegen werden wir jetzt einmal die Story durchprobieren. Das ist im Prinzip, wie das beschreiben, als eine Art Flugsimulator im Star Wars Universum. Aber wir werden es einfach mal ausprobieren, deswegen würde ich sagen, springen wir mal in die Story und wir sehen uns gleich. Okay, wir können direkt am Anfang auswählen. Ich habe schon ein bisschen was über das Spiel gesehen. So wie es ausschaut, werden wir immer mal wieder Rollen wechseln zwischen heller und dunkler Seite. Deswegen werde ich sagen, ich stelle mir ganz kurz die Charaktere oder wir schauen mal ganz kurz, wir können den Kopf anpassen, das Geschlecht, die Stimme und unseren Namen geben. Okay, ich schätze mal, dass ihr bei der Rebellion genauso seid. Deswegen werde ich sagen, mache ich das mal ganz kurz. Okay, ich habe jetzt einfach mal beide eingestellt. Wir haben jetzt Galen Merrick und Sam Wessel. Sind Charaktere aus dem Star Wars-Universum. Ich bin gespannt, ob ihr die kennt. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wenn ja. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt einfach mal. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Okay, Darth Vader, wir haben keine so richtige Cutscene, sondern. Ja, nur so ein Bild. Okay, die schaut krass aus. Anarchie entfacht und den Preis dafür bezahlt. Die Überlebenden verbreiten weiterhin Unruhe. Findet sie. Okay, ist so eine Mischung aus so nicht, ja, richtigem und Bildern. Alderaans abgeschlossen ist. Die TIE Fighter, cool. Ich habe öfter gehört, dass die Grafik richtig gut ist, also so richtig auf YouTube erkannt habe ich das noch nicht, aber hier, also wenn ihr es in-game seht, das ist schon echt krank aus. Man sagt wirklich ein Fortschritt zu Battlefront 2. Lord Vaders Befehle sind eindeutig. Sind sie? Ja, die Überreste Alderaans auslöschen. Wie? Die Überlebenden sind doch untergetaucht. Angeblich befindet sich ein alderanischer Konvoi auf dem Weg nach Foster Haven. Sie locken sie raus und geben ihnen den Rest. Ist das verständlich, Captain? Natürlich, Commodore Sloan. Wegtreten. Okay, bin jetzt tatsächlich unsicher, ob es zur neuen Republik spielt zu der Zeit oder noch zur Rebellen, zur Rebellion. Ich habe glaube ich nicht gut genug aufgepasst. Es wird oft Alderaan erwähnt. Ist die Frage, ob das schon vorbei ist oder ob, ja, oder ob da irgendwie doch der Krieg existiert. James. Alles bereit, Lieutenant Carroll? Die Staffel ist unterwegs. Sie brennen darauf, Lord Vaders Befehle zu befolgen. Und Sie? Sie wollen Flüchtlinge töten, deren Welt wir zerstört haben. Während des Iskallon-Aufstands brachten Sie mir bei, Propaganda zu ignorieren. Es sind Verräter und keine Flüchtlinge, und so werden wir sie auch behandeln. Die übliche Sigma-9-Konfiguration wurde vorbereitet. Nur Standard-Teils heute. Fliegen nach alter Schule, Sir? Vielleicht wird es ja doch noch eine Herausforderung. Sie nimmt es einfach hier, wir werden mit Standard-Highs fliegen, alles klar. Gut, das ist wahrscheinlich jetzt erstmal ein Tutorial-Level, deswegen ja, möchten die jetzt wahrscheinlich nicht so an alle Raumschiffe ranführen. Gehen wir davon aus, dass er hier noch nicht ganz dafür ist. Und ich rede einfach ausgerechnet immer dann, wenn er auch zu reden beginnt. Oh, da kommen wir. Und niemand feuert ohne meinen Befehl. Wenn der Konvoi da draußen ist. Wollen wir sie nicht verschrecken? Machen wir es richtig. Okay, ich glaube, hier in der Basis können wir uns auch gar nicht bewegen, tatsächlich. Sondern wir können uns eigentlich immer nur umschauen. Also, ich mache zum Beispiel gerade gar nichts, der bewegt sich von selber. Bereit machen zum Start. Jo, wir können uns nicht bewegen. Wenn der linken Stick bewegt, dann schaut er nach oben. Okay, es geht los. Ich weiß nicht, ob das Cockpit auch bisher aus den Sauswerken, die man so kennt, so ausgeschaut haben, aber naja. Es ist quasi in-game, weil wir haben hier kaum so UI-Elemente, sondern hauptsächlich tatsächlich ja, echte Elemente in unserem Raumschiff drin, die wir dann ja, lernen müssen. Okay, Systeme sind bereit. Checks abgeschlossen. Legen wir einen sauberen Start. Folgt meinem Jäger.
Okay, Tippe L2. Okay. Wir haben links den Sensor, okay. Er befindet sich jetzt unserem Ziel, das ist klar. Okay. Schub erhöhen, gegen links, okay. Cool, okay, die Steuerung ist schon recht ähnlich zu Battlefront 2. Nur ist ein bisschen indirekter auf jeden Fall, also wenn man es nach links lenkt. Man sieht sogar seine Hände da am Dings. Sehr cool. Kein Problem, das ist auch wieder unsere Stimme. Was hat das mit den Bewegungen bleiben zu nehmen, aber gut. Okay, deswegen, weil da Leute entgegengehen. Oh ja, das ist so ein Ding in diesem Spiel, man sagt jetzt einfach die Schilde quasi. Man kann auch tatsächlich unter die Schilde fliegen. Alles klar, Abstand von den Triebwerken. Aufgänger, die das auf die Härte zu erfahren haben. Manche testen im Teil ihre Grenzen aus, doch manchmal sind es die Grenzen, die einen testen. Okay, Gabe bremst automatisch. Ja, die Thais haben ja keinen Hyperraumantrieb, deswegen brauchen die quasi ein Transportschiff, das sie mitnimmt. Und wir docken wahrscheinlich an. Jawohl. Wir sehen so ein Schiff zum Beispiel oben rechts oder unten links. Und das irgendwie auch das Andocken bei den Schiffen. Wir haben Unterstützung, doch das Aufspüren des Flüchtlingskonvois ist unsere Aufgabe. Sie entkommen dem Imperium nicht nochmal. Ich glaube, der Captain Javis hat sogar selber einen Hyperraumantrieb, so sah schon. Ja, genau, der ist alleine geflogen. Der hat irgendeinen fortschrittlicheren Teil. Bin gerade am Überlegen, welcher das ist. Oder ob den Rebels sogar schon mal vorkommt. Ich glaube, das ist so einer wie den, den die Inquisitoren hatten. Geil, zum sehen wir so aus dem Hyperraum kommen. Schade, dass wir den Hyperraum nicht in der Ego gesehen haben. Okay, da ist auch unser Boss direkt dabei. Also, wir müssen irgendwelche Flüchtlingstransporter aufhalten, das weiß ich noch. Immerhin das. Okay, let's go. Wir markieren immer direkt den Captain Javis. Da kommt schon was im Überraum. Trägerschiffe in Position. Blockade formiert sich. Imagine, du möchtest dich hier als Rebell verstecken und auf einmal kommt so eine riesen imperiale Flotte aus dem Überraum. Heute sind eine Menge Frachter unterwegs. Also könnte sich unser Konvoi unter ihnen verstecken. Genau. Pilot, inspiziere zuerst dieses Schiff. Okay, wir sind jetzt ein Schiff inspizieren. Wir probieren das einfach mal aus. Ich schätze mir, dass wir das einfach markieren müssen. Okay, wie nah müssen wir da? Achso, okay, das hat schon gescannt. Okay, der war's nicht. Okay, wir scannen das nächste. Das können wir gar nicht scannen. Ah, alles klar. Das ist auch so ein Frachter, wie den die Rebellen immer nutzen. Okay, jetzt hat sich da auch was geändert. Wir haben eine Energieleiste. Okay, war vielleicht etwas schnell unterwegs.
Ah, okay, wir kriegen sogar jetzt eine Heilfähigkeit gezeigt. Die Flotte kümmert sich um diese Schmuggler. Wir fliegen zur Station. Okay, waren Schmuggler. Zwischen Zielen wechseln, alles klar. Cool, da hinten die Sonne. Stationsverteidigung. Okay, wir sollen auf die Geschütze schießen, alles klar. Mal schauen, ist das hier nicht ein Geschütz, worauf ich gerade schieße? Okay, Energie in die Laser, dann nach oben, alles klar. Das bedeutet, wir müssen jetzt, ja, wir lernen jetzt auch schon das Energie umdingsen. Also wir sind gerade mit Full Speed, haben aber die Energie in den Waffen. So, okay, nach links. Dann können wir die wieder in die Antriebe verschieben. Dann fliegen wir quasi wesentlich schneller, können aber auch schneller überhitzen. Dann machen wir es jetzt einmal wieder in die Waffen. Oh mein Gott, der war schnell tot. Das ist ein bisschen indirekt mit der Steuerung, deswegen ist es manchmal echt ein bisschen schwer zu aimen. Wir nutzen aber mal unsere Heal-Fähigkeit, ich glaube nicht, dass wir hier direkt wegsterben werden. Im Tutorial-Level, wobei wir schon gut Schaden kriegen, also gehen wir lieber Gas. Oh mein Gott, was macht das Geschütz hier? Oh mein Gott, die Verzeichnung. Ist auf jeden Fall auch gewöhnungsbedürftig, dass wir hier in der Ego-Perspektive fliegen, deswegen sag mal relativ wenig. Ich bin davon zwei, wenn dann nur in der Third-Person-Quellung. Okay, machen wir die Energie wieder in die Waffen. Das Ding ist, also wir müssten ja nicht die Energie umleiten, ich weiß nicht, ob das so verständlich genug rübergehen hast. Nur wenn wir es eben machen, dann haben wir dadurch Vorteile. Weil es auch Risiken dabei eben gibt, dass wir, wie gesagt, zum Beispiel nicht so schnell fliehen können, wenn wir die Energie in den Waffen haben. Bei den Rebellen zum Beispiel ist es so, die haben ja eigentlich viel bessere Schiffe. Also eigentlich sind ja die TIE Fighter vom Imperium ziemlich trash. Die sind ja dann der Attacking-Doktrin nur auf... Oh mein Gott, was fliegt darum? Nur auf Masse aus. Anstatt auf... anstatt darauf, dass es richtig gute Schiffe wären. Ah, da haben wir noch einen. Genau, deswegen haben die Rebellen auch noch Schilde. Die haben wir hier als TIE Fighter nicht. Okay, nach unten wahrscheinlich. Okay, nach unten können wir es ausgleichen. Bleiben jetzt mal bei den Antrieben. Was? Die Flüchtlinge wurden aufgespürt. Okay, keine Ahnung, wo der ist, den ich folgen sehe. Stationsleiter. Vertreibt diese Imperialen, okay, der ist ein Vorräter. Okay, dann gleichen wir mal die Energie aus. Und direkt heilen. Ich habe keine Ahnung, wo die Gegner sind. Warte mal, so. Ich habe versucht, mal ein bisschen im Hut zum Singen. War es tatsächlich echt schwer. Oh mein Gott, da unten sind die alle, alles klar. Okay, die sind geradewegs an mir vorbeigeschossen. Okay, feindliche Schilde eingestellt. Die haben Schilde, genau, das habe ich ja vorher schon mal erwähnt, dass die X-Wings Schilde haben. Okay, den haben wir schon beschädigt. Das ist auf jeden Fall, wie gesagt, gewöhnungsbedürftig, vor allem weil es sie so indirekt steuert. Können wir automatisch, können wir irgendeinen anderen markieren? Okay, ja, das geht tatsächlich sogar, das ist angenehm. Drücken wir auf Raum X und dann markiert es den nächsten. Man muss hier nicht immer so viel suchen. Warte mal, nach Energie, Waffenenergie. Er hat auch einen Vorteil, wenn wir die Energie in die Waffen leiten, weil wir dann einfach nicht so schnell an den Gegnern vorbeidüsen können. Aber gar nicht so schnell fliegen. Oh mein Gott, das ist so indirekt. Das ist echt schwer. Es gibt auch richtige Sweats in dem Game, die das richtig suchten. Also es hat ja eine Fanbase hier, dieses TIE Fighter oder allgemein Raumschiff-Gefliege. Da fliegt zum Beispiel einer. Ist ja interessant, da gibt es keine so richtigen Zielerfassungssysteme oder sowas, also dass man quasi automatisch auf die Gegner nimmt. Okay, markieren wir mit denen. Perfekt, Hammer. Die Hälfte? Oh mein Gott, was ist das denn für ein Tutorial-Level? Wie viele Gegner sind wir zerstören? Okay, es ist auch recht schwer in das Game zu entwickeln, deswegen... Zum Teil auch recht gerechtfertigt. Okay, den haben wir mal recht schnell erledigt.
Den auch. Oh mein Gott, okay, langsam komm ich rein. Ah, ist echt angenehm, dass man mit X einfach den nächsten markieren kann. Dann sucht man den immer so ewig. Der ist echt nice. Okay, komm, den kriegen wir. Perfekt, den haben wir. Rebellion ausgelöscht. Let's go. Okay, Tunnel, wo ist der Tunnel? Okay, man darf sogar unsere Teammates markieren, um den jetzt einfach verlieren, das ist auch gut. Jo. Den Stationsleiter zerstören wir nachher noch. Warum schießt sie gerade? Oh mein Gott, wir wurden, was hat uns gehittet? Die sind nicht aufgelesen, sicher? Okay, wir sind auf jeden Fall nach Alderaan. Linden, was sagen Sie da? Dass es mir egal ist, wer den Befehl erteilt hat. Ich diene nicht, um unschuldige Flüchtlinge zu verletzen. Und wenn deren Schutz mich zu einem Rebellen macht, dann sei es so. Oh, er ist einfach desertiert. Unser Anführer. Pilot, versuch die Abschaltung zu umgehen. Okay, drücke wiederholt irgendwelche Tasten. Folge dem Verräter. Okay, Energie in die Waffen. Die Antriebe, mein Gott, ich meine immer, das ist das Richtige, aber sagt das falsch. Um zu chasen. Okay, wobei, jetzt geht's wieder in die Waffen, weil er echt langsam blöd. Oh mein Gott, ich rufe hier rum. Okay, gehen wir davon aus, wir werden den töten, Kinder. Oh mein Gott. Puh, es ist aber irgendwann okay, vielleicht lieber doch Energie in die Antriebe, sonst gehen wir nicht dadurch. Oh mein Gott, da kommt schon wieder. Okay, wir haben mich gleich hier. Feuer geklungen. Oh mein Gott, hier kommt schon wieder Feuer. Ah, shit, okay, nicht anfliegen, nicht anfliegen, nicht anfliegen, ich bin zu schnell. Oh mein Gott, gerade noch. Reparaturen, ja, Reparaturen, was ich schon, die wurden mir vorhin erklärt. Okay, hier sieht man jetzt, wie das auflädt. Komm schon, wir gehen raus. Ey, ich bin doch, ich werde doch durch, geh mal locker. Ich hätte es geschafft. Ich glaube, ich war zu schnell fürs Tutorial. Oh, Cutscene. Okay, jetzt würde ich sagen, jetzt glaube ich switchen wir zur Rebellion. Echo-Staffel, Midrim. Okay, cool, das wird sogar erklärt, wo das ist. Und da steht sogar noch Repesh was drüber. Ich denke mal, quasi dasselbe. Alles okay da hinten, Kumpel? Okay, jo, das sind wir. Wir haben sogar Nastromech, sehr cool. Aber ich würde sagen, die Rebellion werden wir dann im nächsten Part ausprobieren. Deswegen, ja, wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst unbedingt ein Like und ein Abo da, ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.